Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 Kamodus mit dem ASO und natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir gegen den FC Bayern gespielt und die Sensation ist uns gelungen. Nach einer 1-0-Führung für die Bayern haben wir das Spiel gedreht und 3-1 gewonnen. Das dritte Tor durch einen Elfmeter, zwei Tore Bobby Wood, ein Tor André Hahn. Das nächste Spiel, Leipzig im DFB-Pokal. Und wir haben eine neue Nachricht, und zwar von Filip Kostic, der ja unbedingt spielen wollte. Und jetzt bedankt er sich dafür, dass er spielen durfte. DFB-Pokal, Runde 2. Da werden wir auf jeden Fall sehr, sehr viel rotieren. Ich möchte immer im DFB-Pokal, dass da die jungen Spieler reinkommen. Jetzt zum Beispiel Ab, Jatta, gut, Van Drongelin, ne, ist jetzt, hat schon einen Stammplatz. Aber das werden wir hier jetzt alles machen. Und zwar, wenn wir hier die Formation wieder ändern. Aber ich glaube, ich werde die Formation hier so weit ändern, dass wir so spielen, dass Jung tatsächlich hier hingeht. Obwohl, wir haben ja hier noch eine 4-3-3. Defensiv, haben wir die nicht? Ah, ne, dann haben wir das so. Ja doch, das gefällt mir dann besser. Also, dass das so passiert. Köhlert kann da eigentlich bleiben. Müller, zack. Ja, na, geht das hier heute noch? Perfekt. Das gefällt mir. Santos kommt da noch mit rein. Wer spielt da jetzt? Okay. Bonstadt, ich möchte tatsächlich den anderen haben. Den hier. Weil der kann sich auch noch relativ gut entwickeln. Den habe ich auch nämlich, wo ich halt krank war, ein bisschen gespielt. Hat sich gut gemacht auf jeden Fall. Tölke. Oh, gut. Ja, gut. Lassen wir jetzt einfach mal. Nee, lassen wir nicht spielen. Obwohl. Wie alt war er? 25, ne? Ja, ist auch 25, 19. Eigentlich möchte ich so spielen. Kapitän ist klar. Hier, Anweisung müssen wir auch noch dringendst machen. Hat sich das so. Ja, doch. 65, Druck 85. Ich glaube, das stimmte alles so. So, die Aufstellung gefällt mir sehr, sehr gut, weil Jung, Wallace, Janicic. Sind beide relativ defensiv angehaucht, deswegen passt das da. Ich denke mal, so kann man Leipzig schlagen. Wie gesagt, kann man DFB-Pokal, sehe ich aktuell. Ja, ist gut. Es ist natürlich schön, sowas immer noch zu haben, so ein Nebeneinkommen. Aber ich glaube, es geht besser. Weil, also, es, ich konzentriere mich eher auf, tatsächlich auf die Dings. Was wollte ich jetzt sagen? Die Bundesliga bringt halt mehr Geld. So, jetzt habe ich es. Dankeschön. Speichern. Kann man eigentlich spielen, ne? Wo Martinha kann. Paul Asbeck ist nun mal unsere neue Nummer 1. Zwar hat er nicht die Nummer 1, aber. Na gut. So, erstmal wollen wir rangehen. 7 Minuten Legende bewölkt, wunderbar. Klingt doch nach dem Spiel. Und ja, gar nicht lang fackeln hier. Werner umnieten. Schön, Papadopoulos. Der kann halt grätschen, ne? Das ist unser Abwehrmonster hier beim HSV. Eine Blutgrätsche, weißt du? Das gefällt mir. Man, du musst den Ball nur berühren, das reicht schon. Oh, das hat er besser gemacht. Und dann macht er auch noch das Tor. Na dann, viel Spaß mit Frank Buschmann. Oh. Hey. Und Wolf Fuß, viel Spaß. Der Hamburger SV könnte heute wieder erfolgreich sein. Nach dem letzten Heimsieg. Als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Mein Fehler. Ich habe aus Versehen auf A gekommen. Es geht los. Das DFB-Pokalfinalspiel. Finalspiel, genau. Das DFB-Pokalspiel geht los. HSV von rechts nach links. In den blauen Trikots und Leipzig in weiß-rot.
Oh, das war gut, das war, oh, das war sehr gut. Ja, es ist jetzt alles ein bisschen chaotisch, weil, ja, gut, mein Fehler, ja, kann ja mal passieren. Ah, schön gemacht, gut rangekommen. Aber wir wollen jetzt hier einfach schnell spielen. Die Maus ist schon wieder im Weg, sehe ich gerade. Ah, so, toll, jetzt habe ich den Ball verloren. Scheiß Maus, dass sie jedes Mal zu sehen ist, wenn ich hier FIFA spiele. Das richte ich manchmal selber auf, aber manchmal fällt mir das auch erst zu spät auf. So, jetzt der HSV mit Wallace. Mit Ab. Leider habe ich schon die ersten 5 Minuten auch von diesem Spiel gespielt, deswegen bin ich jetzt auch gerade so schnell gewesen. Da ist das Tor tatsächlich schon in der 2. Minute gefallen. Von Ab. Leipzig hatte Anstoß, Abseits, wunderbar. Ja. Köhler hat sich den Ball weggeschnappt, ist losgeschossen, Ab kam hinterher und dann kam der Pass und dann ging der Ball rein. Mit dem schwächeren linken Fuß reingegangen. Fehlpass, kein guter Pass da. Ah, jetzt ist die Seite wieder frei hier. Schön gemacht. Jetzt müssen wir hier... Wunderbar, jetzt... Janicic. Schön gespielt da von der HSV. Da wollte Köhler falsch laufen. Da wollte er überlaufen, aber da wollte ich es anders haben. Bei Leipzig ist gefährlich, die können ganz schnell kontern und sind sehr, sehr gefährlich. Beim Flanken habe ich das Gefühl. Schön gemacht. Da wollte ich nicht hinspielen, danke. Jetzt könnte es gefährlich werden. Timo Werner. Schön! Mann, das ist hier ein chaotisches Spiel, das sage ich euch, ey. Das ist hier ein chaotisches Spiel. Super gemacht, schöner Doppelpass. Schön gespielt, wirklich schön gespielt. Schön gespielt und jetzt ab! Und es ist kein Abseits, ab! Auf den Torhüter, ich fasse es nicht. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Scheiße, ey. Aber die Nase juckt gerade schon wieder. Was soll denn das? Oh. Das ist hier doch mal ein spannendes DFB-Pokalspiel. Finalspiel. Eieiei, das war ein schwacher Kopfball. Oh, da gehe ich mit Van Drongelen so weit weg, ey. Wird's jetzt gefährlich. Gegen Werner habe ich keine Chance, der ist zu schnell. Da muss ein Diekmeier hin. Jetzt reicht's doch hier. Das ärgert mich gerade. Den hätte man reinmachen müssen. Kurze Distanz war das. Für ihn dann keine Schwierigkeit mehr, hier das Tor zu machen. Den macht er mal ganz sicher rein. Der muss gedeckt werden, der Werner. Ey. Das geht gar nicht. So, jetzt der HSV. Hoffentlich jetzt wach genug, aber jetzt stellen wir mal auf offensiv. Wir haben ja nun mal nicht die offensivste Formation, aber so wie es ist, eigentlich gefällt es mir. Jedoch gibt mir die Erfahrung gerade so ein bisschen. Das war ein klares Foul. Ärgerlich. Scheiße. Oh Mann, wir hätten führen können. Wir hätten führen müssen. Scheiße. Also wenn das so weitergeht, dann sehe ich, glaube ich, kein Land mehr hier. Ey. Wenn so ein Schuss schon nicht reingeht, das ist gefährlich. So, schön gemacht, Köhler. Jetzt, dauert zu lang. Jetzt eine gute Flanke. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Das war nicht gut. Oh, fuck. Warum gehst du weg? Oh, das gibt es doch nicht, ey. Mann! Aber manchmal kann ich das nicht ab, ey. Bälle in der Luft soll er wechseln. Und der Ball war nicht in der Luft. Dann wechselt er den Spieler und... Oh, naja. Toll. Oh, das wird ein schwieriges Spiel jetzt. Oh, oh. Kein guter Freistoß. Ja, das können sie viel, viel besser. Eieieiei.
Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Gut den Körper eingesetzt. Gegen Brumann Laufduell Wallace. Ja. Warum ziehe ich auch gerade hier durchgehend den Innenverteidiger da raus, ey. Boah, jetzt spiele ich aber auch gerade echt nicht gut, ey. Den spielt er wieder zurück. So, darüber. Darüber. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Dahin. Oh, schade. Und das gibt Ecke. So, Standardsituation. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Aber wohin? Stark gearbeitet. Da kam er zu weit ran. Oh Mann, ey. Wallace. Und da ist der Ball wieder weg. Okay. Okay. Ah, ne, bleib da. Schön gemacht. Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Jung. Oh, ab da außen gefällt mir überhaupt nicht. Scheiße, ey. Bruma. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das Spiel läuft nicht nach Plan hier. Gar nicht. Das pfeift der Hand. Oh, komm schon, ey. Oh, was ist das denn gerade mit meiner Nase? Ah, das macht mich mehr fertig als das Spiel hier gerade. Und das trägt sich weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, komm Hamburg, jetzt nochmal alles geben hier. So. Das könnte die Chance werden. Vor dir steht doch einer. Ich fass es nicht. Ja, schön Kühlert. Jetzt können sie angreifen. Wallace. Oh Gott. Keiner fühlt sich verantwortlich dafür. Auch nicht schlecht. Jung. Wird das seine Torchance? Eieieiei. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Das muss es sein. Komm, Jatta! Jatta! Was ein Schuss! Guckt euch das an! Geil! Oh, da war ich aber auch gerade mal kurz konzentriert durch die Beine. Eieiei. Meine Nose ist so am Juppen, ey. Puh. Schön gemacht. Bakariata, sein erstes Tor im DFB-Pokal. Geil! Geil, geil, geil. Alles auf Anfang, es steht 1-1. Nun jetzt Sacke. Schön. Wird's jetzt gefährlich? Spielt er den Ball in den Strafraum? Da kommt die Flanke. Ich wollte gerade sagen, ey. Nach 45 Minuten. Das wird eng, das Spiel, habe ich das Gefühl. Aber die Chance ist da. Die Chance ist da, das zu gewinnen. Komm, Jungs. Das packen wir. Zweite Halbzeit, es geht weiter. Leipzig jetzt von rechts nach links. Da haben wir HSV von links nach rechts. Schön gemacht. Ich sag ganz der geht zum Ball, ey. Weißt du? Schön gemacht, Ab. Sie haben Platz. Ganz energisch. Ball kommt an, was machen Sie da? Flanke jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Flanken kann er nicht. Werner. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Bruma. Yusuf Paulsen.
Schön. Schön. Komm. Nein, er hat's geahnt. Oh Mann. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ach, hartes Wort, muss mal reinfassen. Was war das denn? Oh Mann, ey, warum meine Nase jetzt gerade juckt, das verstehe ich nicht. Oh. Warum immer beim Zocken, ey? Oder gerade beim Aufnehmen. Ich glaube, dieses Licht macht mich hier einfach so zum Nose-Jucken. Oh. Ab! Zum Ball! Oh oh. Ah, haben wir sicher. Oh oh. Oh. Dass der nicht ankommt, war mir eigentlich. Schön. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Wallace, was sind das gerade für Pässe hier? Obwohl eigentlich sind das gute Pässe immer von Wallace, aber der war gerade scheiße. Oh, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren, ey. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt ist nicht mehr lustig. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Einen besten brauchen wir. Ja, doch, den müssen wir wechseln. Sonst wird das hier zu eng. So, packen jetzt auf sehr offensiv. So, Ecke kommt. Wir haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus. Oba. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Schön gemacht. Ah, ja, 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 ja. Ich wollte schon Jatta sagen, aber es war hart. Das könnte die Chance werden. Jetzt Sanke. Marcel Sabitzer. Timo Werner. Vielleicht die Chance jetzt. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Und oh, das war schlecht. Oh Mann, ey. Der Werner ist mir zu flink. Scheiße, scheiße, scheiße. Wallace. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jungs, auf sehr offensiv. Da müssen wir jetzt. Oh, muss ich jetzt auf 4-3-3 offensiv stellen? Ja, sonst, oh, was mache ich denn hier gerade? Gut aufgepasst. Das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit. Wo soll ich denn hinspielen? Ey, weißt du, die laufen einfach alle straight nach vorne so. Jo, mach mal. Weißt du, soll ich hoch spielen oder was? Bei den ganzen kleinen Zwergen hier. Bringt nichts. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Oh, Alter, ey, das gibt es nicht. Da wollte ich gar nicht hinspielen. Oh, Jatta, den kann man auch mal. Schön. Komm ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, der ist. Ah, der ist noch nicht reif genug, ey. Der ist. Der ist noch nicht beweglich genug. Scheiße, ey. Bei ihm fehlt die Flinkheit. So einfache Wendungen kann ich da noch nicht machen. Ah, das ist zu schnell. Schön gemacht. Oh, was sind das hier für Pässe, jetzt mal ernsthaft? Alter, ja, jetzt wird hier strikt ausgewechselt. Ey. Erstmal werden wir strikt auf eine 4-3-3 Offensiv stellen. Der geht raus, der kommt rein. Machen wir so. Kann er rechts spielen? Kann der rechts spielen? Gut. Das geht gerade gar nicht, ey. Scheiße. Das ist alles andere als gut, was hier passiert. Verstehe ich nicht. Also da verstehe ich das Spiel überhaupt nicht.
Gonzalez. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jetzt sind sie am Ball. Wird's jetzt gefährlich? Viertelstündchen? Ja, das sehr ist aber gut spannend. Schön. Das macht er gut. Da ist die Flanke. Da ist keiner, ich fasse es nicht. Warum ist da keiner? Und der Ball wird weitergeleitet. Die müssen aufpassen. Entschuldigung, aber das verstehe ich hier gerade nicht. Aber da wäre ich jetzt ein bisschen anders. Ich, boah, lauf doch mal nach vorne alle, ey. Er spielte zurück, guter Doppelpass. Schöne Aktion. Ja! Ah, was ein schönes Ding. Los! Oh mein Gott. Schön gemacht. Boah. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Werner. Das könnte eine Gelegenheit werden. Werner. Da muss er hin und holt sich den Ball. Timo Werner. Ohne Pollersbeck hätten wir jetzt hier schon, glaube ich, noch mehr Tore kassiert. Fünf Minuten plus Nachspielzeit, also nicht viel Zeit. Wirklich nicht viel Zeit. Jung. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kostic. Ah. Die Ecke nochmal zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt. Mal sehen, was sie draus machen. Komm. So, Ecke kommt. Den hält er nicht ernsthaft. Und das ist der Ballverlust. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Jetzt Sabitzer. Oh, Junge. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den macht er nicht. Ich fasse es nicht. Den macht er nicht. Oh, nee. Der Schiedsrichter die Partie. Sie verlieren und damit bleibt der Pokalsieg leider, leider ein Traum. Ja, und sie konnten einfach nicht ihr bestes Spiel abrufen. Und dann geht es im Pokal eben ganz schnell. Das war heute eine Timo Werner ist zu schnell für die Mannschaft gewesen. Also ich, da hätte ich einen Dietmeier gebraucht. Ja, das war... Ja, unter anderem taktischer Fehler. Ah, gut, aber sehr, auch sehr viele Spielfehler, ne? Scheiße, ey. Also die Mannschaft, ich sehe Potenzial da drin, aber... Boah, das wird ein harter Weg, ey. Ah, den hättest du reinmachen müssen, ey. Oh, nein! Aber so ein schönes Tor von ihm mit der Ballrolle da. Ah. Wir gucken uns doch hier die Spieltermine an. Wir sehen 13. Dezember, jetzt am 3. Januar. Ja, und leider sind wir draußen. Ja, ist nun mal so. Leipzig ist eine Top-Mannschaft. Ja, so ist das halt manchmal im Fußball. Manchmal ist einfach sehr viel Pech dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.